Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anti-Chamber und mir, dem Retro-Phrenologen. Ja, man muss dem Spiel, so leid es mir tut, schon wieder recht geben. Life is up and downs und so. Ich habe ja beim letzten Mal da unten aufgehört und jetzt bin ich hier nochmal hochgefahren. Und siehe da, ich bin wieder ganz woanders. Und zwar direkt neben der nächsten Kanone. Und ich kann noch eine nächste Kanone, irgendwo konnte ich sie bis eben noch sehen. Ah, da. Kann ich sogar noch eine Kanone sehen. Kann aber auch sein, dass ich mich hier gerade selber sehe. Das heißt, nur dieses Puzzle hier sind wir von einem neuen Kanönchen entfernt. Ist aber dafür wieder mal ein knackiges Puzzle, so wie es aussieht. Klar, wir können den da hinziehen. Wir können was auflösen, richtig. Aber was wir auflösen, bleibt weg. Naja, spawnt wieder. Das heißt, wir können uns überlegen, zum Beispiel so... Nee, so nicht. Aber zum Beispiel so. Und dann löst sich ja nur der Teil auf. Und dann ganz schnell zu ziehen. Ja, ganz schnell. Ganz schnell zu ziehen. So, jetzt machen wir so und so. Was wieder nicht funktioniert, aber... Hey, close enough. Wie es so schön heißt. Was mir vor allen Dingen Probleme bereitet, ist natürlich, dass ich da überhaupt nicht reinkomme. Glaube ich. Ist hier irgendwo ein Eingang? Ja, Eingang? Oh, so einer zum Reingehen? Nein? Schade. Das heißt, wir können nur sowas probieren. So? Ja? Und jetzt haben wir zwar den blockiert, aber halt den da nicht. Habe ich auch eine Theorie zu. Dann mal hingestellt, ob... Das war knapp. Ob wir die irgendwie anwenden können. Weil ich kann den hier nicht ziehen, ne? Komm da nicht dran. Von keiner Ecke. Jedenfalls sieht es jetzt so aus. Vielleicht kommen wir da aber doch noch irgendwie rein und ich habe es nur noch nicht gesehen. Ja, genau. Und dann ziehen wir den einfach nicht so darüber. So geht es nicht. In der Theorie, ja, ich könnte mir was vorstellen. Wenn wir alle... Okay, dann das heißt, wir müssen es nochmal zurücksetzen. Als ob ich mir gemerkt hätte, wo ich jetzt gerade war. Impossible Paths. The Highest Point, genau. Wir müssen die erst alle... Wenn wir die erst alle da reinziehen, dann haben wir hier vorne ja nichts mehr. Müssen wir trotzdem so machen. Schieb an! Ich will da oben hin. Ne? Und jetzt kann ich nämlich von hier aus so, zack, hier durchgehen und jetzt bin ich bei dem obersten. Ne, ich sollte erst nach unten gehen und den da einsammeln. Das garantiert richtigerer. Und jetzt können wir den dahin machen. So weit, so gut, aber ne, ihr seht es ja. Jetzt haben wir... Doch, kommen wir dran, kommen wir noch dran. An den einen da kämen wir... Genau, sind wir noch dran gekommen. Bringt uns aber nichts. Das bringt uns aber nichts. Wie ärgerlich. Ja, das ist ja mal wieder ein Puzzle vom Feinsten heute. Wie lösen wir das denn? Wie lösen wir das denn? Gar nicht. Schade. Ich dachte, es ging mal wieder weiter. Was hatten wir hier? Pulling Both Ways. Da bin ich auch noch ziemlich clueless. Ne, bin ich eigentlich gar nicht mehr clueless. Da machen wir einfach hier einen geschickten Split. Einen geschickten, ne? Einen geschickten Split, mein zweiter Vorname. Geschickt. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Das müsste aber so funktionieren. Na, könnte der Rest auch so freundlich sein und respawnen? Nein, schade. Nochmal. Indem wir einfach hier hinziehen. Dann hier auflösen. Dann hier hinziehen. Ah, ich bin nicht schnell genug. Ich bin einfach nicht schnell genug. Ich muss die, glaube ich, alle splitten. Es darf halt in der Mitte keiner sein. Damit das funktioniert. Weil wenn der in der Mitte ist, dann versuchen die anderen halt auch immer wieder zu respawnen. Soweit die Theorie. Jetzt zur Praxis. Ah, ja, Nee, so nicht.
Doch. Doch? Ja, doch. Jetzt ziehen wir den nach oben. Jetzt würden wir den nach oben gerne ziehen. Jetzt müsste der in der Mitte wieder nach... Ne, dieses Ding ist kaputt. Mag ich nicht. Marginal. Und von hier aus geht es ja immer zu anderen Wegen. Also die sehen immer nur so aus, als wären die ursprünglichen Wege. Vielleicht kommen wir ja von hier noch irgendwo hin. Zum Beispiel nach da oben. Ne, da glaube ich ja eher nicht. Wobei, wenn wir uns... vielleicht noch da ganz oben schieten. Könnte klappen, ja. Worth a try, I guess. Ja, machen wir mal kurz. Fahrstuhl. Fahr mich mal wieder da hoch. Fahrstuhl! Immer dieser unfreundliche Fahrstuhl. Nie nimmt er mich dahin mit, wo ich... Ach, jetzt ist er ja weg. Nie nimmt er mich dahin mit, wo ich sein will. Gar kein Fahrstuhl. Ein Shame-Stuhl. 5 Cent in die schlechte Wortwitzkasse. So. Meine schlechte Wortwitzkasse ist schon seit Jahren voll. Jetzt kann ich, wenn ich damit anfangen soll, mit den ganzen Punkten in der schlechten Wortwitzkasse. So, wir fahren mal in diese Richtung. Ja, und schaffen den Sprung. Meisterlich geschafft und landen wieder hier. Das dürften wir aber hinbekommen mit ein bisschen Engagement. Ach nee, das ist wieder so eine Scheiße. Wieder so ein Schieberätsel. So, jetzt haben wir die. Dann wollen die, glaube ich, nicht alle zusammenhängen haben. Ach, hier sind wieder 4. Okay, wir brauchen also da oben 4. Dafür müssen wir jetzt... Nee, das ist falsch. Wir brauchen auch nur 4. Haben wir... Hier sind 5. Hier haben wir gerade sowieso... Wie viele sind... Ach, jetzt habe ich... Jetzt sind es wieder mehr. So, jetzt haben wir da oben gerade ganz kurz 4 gehabt. Jetzt haben wir sie alle aufgelöst. Ach Mann, ich bin nicht schnell genug. Egal, fahr erstmal runter. Dann nehmen wir im Zweifelsfall halt einfach was anderes. Nur fahren wir das nach da. Ziehen das der... Ach, ich bin einfach zu langsam für dieses Spiel, Leute. Vielleicht bringt es ja auch was, die alle zusammenhängen zu haben. Glaube ich zwar nicht dran, aber... Wer bin ich, um das zu entscheiden, ne? Muss man einfach sich manchmal im Leben fragen. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Ja, nehmen wir diese publizistischen Philosophiebücher. Kann ich eigentlich nicht ausstehen. Zack. Der. Ich glaube, ich habe das kaputt gemacht. Wo waren wir? Wir waren... Just a little sly. So, 1... viele Blöcke sind denn das? 1, 2... Nur 3 Blöcke? Sieht aber... 1... Nur 3 Blöcke? Einer? Noch einer? Und noch einer? 3 Blöcke sind das nur. Das ist aber wenig. Ich dachte, es wären 4. Weil wir brauchen nämlich 4. Okay, da kann man 4 draus machen. Ach, nicht so. So, jetzt haben wir da oben 4. Dann ziehen wir den erstmal... weg. So. Ziehen wir den ganz da weg. Damit wir die 4 können wir dann in Ruhe da abstellen. So, jetzt haben wir die 4 blockiert. Das hat ja schon mal funktioniert. Ich bin mir voll am Rumreimen. Ach je, Leute. Das wird hier ein Rumgeschiebe. Ich glaube, das würde ich euch eigentlich gerne ersparen. Aber dann wird die Folge ziemlich kurz. Muss ich mir merken, dass das da oben ist. Just a little bit shy. Ja. Hitting a wall, da haben wir genauso ein Schieberätsel. Too many lasers. Too many lasers habe ich schon ein paar Mal gelöst, oder nicht? Ich muss mal kurz gucken. Lighting the fuse ist genau, das ist hinter too many lasers. Wenn ich mich recht erinnere. Da vorne ist too many lasers, ja. Was haben wir noch im Angebot? Die Türme, Climbing the Tower, der hier hat einen zweiten Ausgang, mit dem ich aber nicht so viel anfangen kann. Nee, gar nichts. Ja, da seht ihr mal, hätte ich mich mal besser auf diese Folge vorbereitet. The Highest Point,
da hing ich ja gerade am Anfang dieser Folge fest. Beziehungsweise hatte ich am Ende der Folge letztes Mal hier mal, ne, so rumgefailt, als ich hier bergauf geklettert bin. Das hat übrigens wunderbar funktioniert. Hier sind wir wieder bei Walk. Alles läuft im Kreis in diesem Spiel. Hinab, ich stehe auf hinab. Ich sag mal, das war ein Absprung. Das hilft mir aber alles nicht weiter. Zumal wir so knapp, ich sag euch, so knapp am Dingsbums vorbei war. Wir können aber trotzdem nochmal den höchsten Punkt des Turmes uns ansehen. Climbing the Tower, das ist wieder der Climbing the Tower. Richtig, richtig. Richtig, richtig, richtig. Und wo kamen wir hier nochmal raus? Hier. Ja, das haben wir schon gelöst. Da kamen wir nur wieder da raus. Ich wollte nochmal zur Spitze des Eisbergs sozusagen. Not enough pieces, climbing the tower, hitting a wall, impossible pass, wall without stairs. Da waren wir doch schon oben, oder? Bestimmt waren wir da schon oben. Na gut, dann gehen wir da halt eben mal nach oben. Fahrstuhl, bring mich hinauf. Ja, klar. Hier waren wir schon etliche Male und das hier ist, glaube ich, Climbing the Rabbit Hole. Nee. Das ist nicht Climbing the Rabbit Hole. Obwohl es nicht Climbing the Rabbit Hole ist, ist es genauso ätzend. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Climbing the Rabbit Hole erinnern könnt. Die Folge habe ich praktischerweise so genannt. Gut, wie auch immer, dann will ich euch an dieser Stelle nicht weiter ärgern und mal eine von den beiden Puzzles machen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss!